Yannick Borgmann, erstes Spiel der Vorbereitung für dich ja auch ein Stück weit ein ganz besonderes, weil wieder bei deinem Heimatverein, wie war es dann für dich eben hier eine halbe oder eine Halbzeit zu spielen? Ja, schönes Gefühl, mal wieder hier zurückzukehren. Ich glaube, mein letztes Spiel hier ist schon eine Weile her und ja, viele Familie, Freunde hier, sogar Familie in der gegnerischen Mannschaft und da ja, hat Spaß gemacht. Wie war es dann die erste Halbzeit? Ich meine, man muss den Jungs aus dem Stadion ja auch Respekt zollen, die haben es gut gemacht, standen tief. Wie war es für euch auf dem Platz die ersten 45 Minuten? Ja, wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon Lösungen gefunden vorne, hatten auch einige Chancen, hätten die, glaube ich, noch besser verwerten müssen. Aber es ist natürlich schwer, wenn der Gegner sich wirklich mit fast allem mal hinten reinstellt und man wirklich versucht, ja, um jeden Zentimeter da vorne zu kämpfen. Aber ich glaube, wir haben es insgesamt ordentlich gemacht, haben dann hinten heraus noch die Tore geschossen. Das war auch wichtig und ja, ich glaube, ein erster guter, gelungener Test. Wie viel Spaß macht es dann, wenn man zum Aufwärmen rauskommt und eben auch von den Emsettner Fans dann eben ein paar Sprüche oder Gesänge zu seinen Gunsten bekommt? Ja, ist ein cooles Gefühl, wenn man auch hier Anerkennung bekommt. Ich meine, ich glaube, in Emsettner bin ich dann schon noch ein bisschen bekannter, da ich ja ist nicht... Kommt nicht allzu oft vor, dass hier ein Spieler Profi ist, deswegen ja, war schon besonders und hat Spaß gemacht. Danke. Maurice Littke, auch für dich erster Test im Preußen-Trikot. Wie war es dann am Ende? Ich meine 3-1 gewonnen gegen eine Stadtauswahl, was kann man da schon so mitnehmen? Ja, ich denke für uns ist einfach wichtig, die Sachen, die wir jetzt in der ersten Woche trainiert haben mit der Mannschaft, komplett neue Mannschaft, neuer Trainer, neues System. Da ging es, glaube ich, heute darum, die Sachen schon mal ein bisschen einzustudieren. Der Trainer guckt sich an, was wir noch besser machen können. Und ich denke, alles in allem haben wir das heute gut gemacht. Wir haben den Ball laufen lassen. Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat. Und ja, so können wir jetzt weiter in die nächste Woche gehen. Kann man da schon einen sportlichen Wert rausziehen oder ist das echt am Anfang der Saisonvorbereitung einfach auch ein bisschen reinfinden? Ja, sowohl als auch. Also ich denke, für den Fußball ist, glaube ich, immer gut zu gewinnen, auch wenn es jetzt gegen eine Auswahl war. Ich denke, die Sachen, die man heute gesehen hat, haben wir schon gut umgesetzt. Das, was wir im Training machen wollten, das haben wir heute gut auf dem Platz umgesetzt. Wie gesagt, darauf können wir aufbauen. Ich denke, dass der Trainer was damit anfangen kann. Und so müssen wir jetzt einfach weitermachen. Auch wenn es ein Testspiel war, wie war es dann für dich, das erste Mal eben das Preußen-Trikot überzuziehen und einfach auch aufzulaufen? Ja, war ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Ich glaube, für jeden Fußballer, der dann 2-3 Wochen im Urlaub war, zählt es einfach wieder auf dem Platz zu sein. Die erste Woche war viele Lauftests, noch nicht so viele Sachen mit Ball gemacht. Da hat man sich einfach gefreut, auf dem Platz wieder zu stehen. Und jetzt folgen weitere Spiele, darauf folgen wir uns. Und jetzt heißt es einfach weiter Gas geben. Danke. Sven Hübscher, das erste Testspiel ist rum am Ende, 3-1 gewonnen gegen eine Stadtauswahl. Kann man da schon sportlichen Wert rausziehen oder was? So ein bisschen reinkommen, Ball laufen lassen und mal sehen. Ja, sportlichen Wert schon. Wir wollen ja Spiele gewinnen und auch so ein Vorbereitungsspiel. War für uns wichtig, das Spiel zu gewinnen. Einfach auch für die Jungs, damit die einfach mit einem guten Gefühl in die Saison starten. Und darf man aber nicht überbewerten. Aus Trainersicht habe ich mehr darauf geguckt, was wir mit dem Ball machen, wie wir uns bewegen, wo wir in welche Räume reinkommen, wie die Jungs das bis jetzt lösen, damit wir halt ab nächste Woche auch Ansatzpunkte haben, auch aus dem Spiel, auch gegen den tiefstehenden Gegner, einfach mal zu gucken, was haben wir vielleicht schon ganz gut gemacht oder was ist noch deutlich verbesserungswürdig und da jetzt auch voll angreifen zu können. Was hat dir da bisher so gefallen, was die Jungs angeboten haben? Ja, der Einsatz, der ist halt gut. Vom Fußballischen in der zweiten Halbzeit war es etwas besser. Alle waren bemüht, alle haben sich bewegt. Aber ist klar, wir haben jetzt drei Trainingseinheiten auf dem Platz gehabt. Wir haben alles ein bisschen angerissen, aber noch nichts wirklich im Detail. Und da gehen wir ab nächste Woche rein und dann machen wir es besser. Muss man den Emsettnern auch einfach Respekt zollen. In ihren Möglichkeiten haben die da heute recht viel rausgeholt. Klar, sind natürlich auch motiviert, sind natürlich auch angespornt, als Underdog gegen Preuß Münster zu spielen. Das haben sie gut gemacht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, alles legitim. Und trotzdem bin ich froh, dass wir am Ende gewonnen haben. Ja.